Bilder aus Ostghuta von gestern. Notversorgung von Verletzten. Aktivisten berichten auch heute von Luftangriffen, trotz der verabschiedeten Waffenruhe. Im syrischen Rebellengebiet sind diese Woche hunderte Menschen unter dem Bombenhagel des Assad-Regimes gestorben. Vierhunderttausend Menschen sind in Ostghuta eingeschlossen. Iran, Russland und die Türkei haben die Region zu einer sogenannten Deeskalationszone erklärt. In einem Abkommen haben sie letztes Jahr festgehalten, die Gewalt in Syrien einzudämmen und gegen Terroristen zu kämpfen. Die Hölle auf Erden, so nennt UN-Generalsekretär Guterres Ostghuta. Die Region liegt im Süden Syriens, direkt neben Damaskus. Der Osten der Region gehört zu den Gebieten, die noch unter der Kontrolle von Rebellen stehen. Sie sind dominiert von islamistischen Milizen. Die Rede ist auch von einem zweiten Aleppo. In Aleppo waren erst tausende Menschen eingeschlossen und dann wurden sie bombardiert. Von Ostghuta schießen Rebellen Mörserraketen auf Damaskus. Unter ihnen sind auch terroristische Gruppierungen. Damit rechtfertigt die syrische Armee ihre Angriffe. Die Bewohner hoffen auf eine Waffenruhe, die auch hält, und auf schnelle Hilfe in ihrer verzweifelten Lage. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Nahost-Korrespondenten in Kairo, mit Daniel Hechler. Herr Hechler, der Sicherheitsrat hat einstimmig die Waffenruhe beschlossen. Wirkt sie? Naja, auch heute sind ja wieder Bomben gefallen, wenn auch deutlich weniger als in den Vortagen. Es gibt keine Meldungen über tote Zivilisten, anders als fast jeden anderen Tag der vergangenen Woche. Das sind Hoffnungsschimmer, aber auch nicht viel mehr. Denn ausgenommen von dieser Feuerpause sind all diejenigen Gruppierungen, die der früheren Al-Nusra-Front oder Al-Qaida nahestehen sollen. Und dazu werden in der Regel die meisten Kämpfer am Boden gezählt. Und deshalb haben Syrien und der Iran heute auch schon angekündigt, weiter hart gegen diese Terroristen vorgehen zu wollen. Im Übrigen gibt es keinen unabhängigen Überwachungsmechanismus in dieser Resolution und es gibt auch keine Zwangsmittel, die angewandt werden könnten, um ihr zur Geltung zu verhelfen. Insofern ist fast zu befürchten, dass diese ohnehin schon brüchige Feuerpause von nicht allzu langer Dauer sein dürfte. Sie haben gerade gesagt, hart vorgehen. Können Sie beschreiben, wie die aktuelle Situation ist, vor allen Dingen nach den Angriffen in den vergangenen 8 Tagen? Da haben wir ja in der Tat Höchststände gesehen bei der Zahl der Toten, bei der Zahl der Verletzten. Mehr als 500 Menschen sollen ums Leben gekommen sein. 13 Krankenhäuser sollen vergangene Woche bombardiert und getroffen worden sein. Auch Lebensmittellager, selbst Bäckereien. Hilfskonvois kommen ohnehin seit Wochen so gut wie gar nicht mehr in diese eingeschlossene Region. Und die wenigen Helfer können ihre Güter in diesem Bombenhagel auch nicht mehr verteilen, ohne ihr Leben zu riskieren. Augenzeugen berichten von ausgehungerten, ausgemergelten Menschen, die sich kaum noch aus ihren Verstecken trauen würden, die nicht mehr schlafen können, keine Medikamente haben, kein Trinkwasser, keine Lebensmittel. Und die hoffen natürlich jetzt auf eine Atempause. Einen Satz noch, Herr Hechler, zu den Rebellen. Warum sind die so gefährlich? Die sind mit modernen Waffen ausgestattet. Das sind Dschihadisten zum allergrößten Teil. Und sie beschießen Tag für Tag die Hauptstadt Damaskus mit Raketen und Mörsergranaten. Und natürlich verbreiten sie damit auch auf der anderen Seite Furcht und Schrecken. Danke, Daniel Hechler. Tschüss nach Kairo.